Guck mal, was ich hier habe. Den OLED Gaming Monitor Alienware AW2423DW mit allem Schnick und Schnack. HDR True Black 400, G-Sync Ultra, 175 Hertz, Schaltzeiten von im Schnitt 1,4 Millisekunden. Ja, und natürlich OLED Bildqualität, also richtig schwarzes Schwarz und quasi keinerlei Blickwinkelabhängigkeit. Und trotzdem schreiben meine Kolleginnen und Kollegen von CT und Heise Online das hier. So ist das Panel in der jetzigen Form eine grundlegend verkorkste Angelegenheit. What? Hä? What? Wie bitte? Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Eine Woche lang habe ich meinen Haupt-PC-Monitor, das ist ein 4K-Büro 27 Zöller, durch den ultrabreiten Alienware AW3423DW ersetzt. Für mich war das gleich mehrfach eine Premiere. Ich hatte noch nie so einen gebogenen, ultrabreiten Riesenmonitor, hatte noch nie einen mit HDR, noch nie einen mit 175 Hertz, noch nie einen mit G-Sync und vor allem noch nie einen mit OLED auf meinem Schreibtisch. Oh, what a loser! Dabei bin ich schon ein ganz schöner OLED-Fan. In meinem Wohnzimmer steht ein OLED 65 Zöller. Smartphones kaufe ich ebenfalls am liebsten mit OLED. Ich mag das einfach nicht, wenn schwarz so gräulich milchig aussieht, sondern das muss richtig, ne, das muss richtig schwarz sein. Ja, aber OLED-PC-Monitore, das war bislang so eine Sache. Hier, wenn man im Heise-Preisvergleich auf Monitore geht und dann auf OLED-Technik klickt, läppische 5 Geräte findet man da. Also einmal den, den wir hier testen und 3 davon jenseits der 2.500 € Marke. Das Alienware-Modell, um das es hier im Video geht, kostet vergleichsweise günstige 1.300 €. Das ist so die Preisklasse, die man für einen guten Ultra-Widescreen mit LCD-Technik auch hinblättern muss. Aber dann hat man halt eben auch die ganzen OLED-Vorteile, wie das satte Schwarz nicht. Weshalb OLED am PC immer problematisch war, war das Einbrennen. OLED neigt dazu, Geisterbilder anzuzeigen, wenn Elemente lange auf dem Bildschirm standen. Bei Fernsehern ist das nicht so relevant, weil da meistens nichts lange an derselben Stelle ist, von sowas wie Senderlogos mal abgesehen. Aber am PC, da sind Elemente oft permanent, tagelang, monatelang an der gleichen Stelle, zum Beispiel die Taskleiste. Der Alienware-Monitor soll das Problem nicht mehr haben, denn der nutzt die neue QD-OLED-Technik von Panelhersteller Samsung. Das haben wir natürlich getestet, ob das wirklich so ist, also dass der wirklich nicht mehr einbrennt, aber erstmal zu meinen allerersten Eindrücken. Als der Monitor auf meinem Schreibtisch stand, war das Erste, was mir aufgefallen ist, ihr kommt wahrscheinlich nicht drauf, aber die Windows 11 Hintergrundbilder. Ja, ehrlich, guck mal, wie schön dieses Stapelchip-Bild drauf aussieht. Ist das nicht wundervoll? Und wie bescheuert der Taschenrechner im Vollbild wirkt. Nee, im Ernst, man sollte beim Arbeiten drauf keine Fenster maximieren, sondern die automatische Windows-Einrastfunktion nutzen und dann läuft das richtig gut. Das Ding ersetzt definitiv einen 2-Monitor-Aufbau, fast 4 DIN A4 Seiten passen in voller Größe nebeneinander. Das ist schon ganz cool beim Arbeiten. Ja, und spielen ist natürlich richtig super. Wenn man bei First-Person-Titeln wie Cyberpunk 2077 richtig schön reingezogen wird, fand ich auch so Antiquitätenspiele wie Anno 1404 sehr beeindruckend auf dem Alienware-Monitor. Ja, und wenn die Spiele HDR unterstützen, ist das auch super, wie Cyberpunk 2077, hier die Leuchtreklame, das blendet richtig. Der Monitor beherrscht den Standard HDR True Black 400. Er kann also in kleinen Bildbereichen 400 Nits hell werden. Gemessen haben wir bei 10% Weißfläche sogar 460 Nits, was echt gut ist. Bei vollflächigem Weiß waren es 250 Nits. An mini-kleinen Stellen schafft er sogar 1000 Nits. Gut gefallen hat mir auch die Bedienung. Statt nerviger Drucktasten macht man alles mit so einem kleinen Joystick hier. Das klappt ziemlich gut. Eher lustig fand ich die Farbspielereien mit den RGB-LEDs, aber gut, wenn man das schön findet, klar, warum nicht? Man kann das aber natürlich auch komplett abstellen. Persönlich den größten Unterschied macht für mich neben dem satten Schwarz aber die Bildwiederholrate. 175 Hertz schafft das Teil und auch wenn ich nicht dafür garantieren würde, dass ich den Unterschied zwischen 120 und 175 Hertz auf Anhieb erkennen würde, ist der Sprung von 60 Hertz definitiv riesig. Und das übrigens auch beim normalen Arbeiten, nicht nur in Spielen. Für mich wirkt der Bildlauf beim Scrollen im Browser, die Bewegung des Mauspfeils so viel geschmeidiger, dass der Wechsel auf 60 Hertz für mich, also auf meinem alten Monitor, richtig unangenehm war. Und dank G-Sync reißt das Bild auch nicht auf, wenn beim Spielen die Grafikkarte nur 80 FPS schafft. Dann stellt sich der Monitor darauf ein. Gleichzeitig kann er auch HDR darstellen. Das bedeutet nämlich, dass G-Sync Ultimate Label, G-Sync ohne Ultimate, beherrscht kein HDR. Also alles super bei dem Alienware-Monitor? Leider nicht.
kontrastreiche Kanten zeigt das Teil nämlich bunt an. Und zwar bunt insofern, dass da eigentlich gar keine Farben hingehören. Hier zum Beispiel der Mauspfeil, der eigentlich einfach weiß sein sollte. Oben rechts sieht er grünlich aus, unten geht es so in Richtung Violett. Bei dem X hier kann man das auch sehen und allgemein bei Textdarstellung. Der Grund dafür ist die Pixelanordnung. Statt die Subpixel für Rot, Blau und Grün in einer Reihe zu platzieren, ordnet Panelhersteller Samsung die Subpixel bei QD-OLED-Displays in Dreiecksform an. Das führt dazu, dass jede zweite Subpixelreihe nur Grün darstellen kann und den anderen Reihen fehlt dann der Grünanteil. Das Problem erinnert ein bisschen an Samsungs AMOLED-Displays in Smartphones, wo die Subpixel ungleichmäßig in einer sogenannten Pentile-Matrix angeordnet waren. Bei LCDs sind die Pixel gleichmäßig in Reihen angeordnet, deshalb kommt es eben nicht zu diesem Problem. Und beim Alienware-Monitor führte diese Buntheit dazu, dass einige Kolleginnen und Kollegen direkt beim Einschalten schon die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben. Und zwar wirklich beim Einschalten, also bei der ersten Meldung, die der Monitor über sein Onscreen-Display anzeigt. Das macht natürlich auch deutlich, dass das kein Softwareproblem ist, sondern wirklich der Hardware geschuldet ist. Wie schlimm man das allerdings findet, ist individuell sehr unterschiedlich. In der CT-Redaktion war der Anteil ungefähr 50-50. Die Hälfte fand es super nervig, die andere Hälfte nicht so sehr. Ich gehöre eher zur Hälfte, die das nicht so schlimm findet. Ehrlich gesagt sehe ich es bei schwarzer Schrift auf weißem Grund fast gar nicht, bei weißer Schrift auf schwarzem Grund ein bisschen. Ich muss aber sagen, hätte ich nicht bewusst drauf geachtet, wäre es mir nicht aufgefallen. Deshalb ist es auch ein bisschen unfair, dass es im Netz manchmal heißt, alle Tester von anderen Medien, die die bunten Farbkanten in ihren Tests nicht erwähnt haben, seien vom Hersteller bezahlt. Das bezweifle ich sehr stark. Die haben vermutlich nur nicht genug Leute drauf gucken lassen. Und zufälligerweise waren das Tester, die nicht so stark auf die Farbsäume reagiert haben, so wie ich auch. Aber ein Problem ist es definitiv, denn denjenigen, denen es auffällt, fällt es sofort auf, und die können an dem Monitor de facto nicht arbeiten. Ich würde euch also auf jeden Fall empfehlen, euch das Gerät vorher anzuschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, und das mit den Farbsäumen ist echt schade, denn der Monitor hat im CT-Testlabor sonst wirklich super abgeschnitten. Der anspruchsvolle Farbraum DCI P3 wird beinahe exakt abgedeckt, die Blickwinkelstabilität ist super gut, der Monitor zeigt also auch von der Seite betrachtet fast keine Farbveränderung. Der Kontrast ist rechnerisch unendlich, weil schwarz einfach wirklich schwarz ist, also ausgeschaltet. Kein Licht. Und Einbrennen ist tatsächlich kein Thema mehr. Während ich mich in der OLED-Anfangszeit an Fernseher erinnern kann, bei denen schon eine Stunde mit einem Standbild ausreichten, um Einbrennschatten zu sehen, haben wir beim Alienware nichts dergleichen gefunden. Ich habe mal testweise 12 Stunden lang dieses Bild hier bei voller Helligkeit stehen lassen. Nichts zu sehen gewesen danach. Und wenn, wäre das auch nicht so schlimm, denn Alienware bzw. Dell, die stecken nämlich hinter der Marke, gewähren eine 3-jährige Garantie auf jegliches Einbrennen. Der Grund für das deutlich geringere Einbrennrisiko ist die Paneltechnik. Und das erklärt euch jetzt Ulrike. Die brennen auch noch ein, aber die brennen anders ein als die OLEDs von LG. Also bei LG ist es so, man hat Farbschichten, weißes Licht und davor Filter. Und dieses weiße Licht, das wird erzeugt aus roten, grünen, blauen und grün-gelben Schichten. Also das ist so eine Mischung und das zusammen ergibt das weiße Licht. Wenn man jetzt ein Logo oder einen Schriftzug oder ein Fenster hat, was sich eingebrannt hat, dann ist ja an der Stelle die organische Schicht so abgenutzt und deswegen leuchtet die nicht mehr so hell und bekommt bei LG OLEDs auch noch einen Farbstich, weil dieser Aufbau für das weiße Licht aus rot, grün und blauen Schichten, die nutzen sich unterschiedlich ab. Also blau nutze ich zum Beispiel stärker ab als rot. Wenn ich jetzt also das weiß Licht nehme und das nutzt sich ab, dann ist in Wirklichkeit das Blaue stärker abgenutzt. Das heißt, dieser Fleck wird nicht nur dunkler, sondern bekommt auch noch einen Rotstich. Wenn ich jetzt bei Samsung OLEDs aber nur blaues Licht habe und Rot und Grün erzeuge ich mit Quantenpunkten, dann wird so eine einbrennende Stelle zwar dunkler, aber nicht farbstichig. Und das Dunkle kann ich ganz leicht nachsteuern, indem ich ein bisschen höheren Strom reingebe. Da gibt es Algorithmen für, die werden schon ganz lange benutzt. Das ist also kein Problem. Das heißt, ich kann sehr einfach dieses Dunkle ausgleichen. Ich kann aber beim LG OLED nicht den Farbstich ausgleichen. Und deswegen kann man sagen, ja, bei Samsung brennt es auch ein, aber es ist nicht farbstichig und das Einbrennen kann ich kompensieren, sehr einfach als Hersteller. Und deswegen kann Dell auch sagen, wir geben 3 Jahre Garantie auf nicht einbrennen.
Was mir allerdings nach 12 Stunden laufen lassen aufgefallen ist, dass der Lüfter des Monitors richtig nervig laut war. Ja, ihr habt richtig gehört, das Ding hat einen aktiven Lüfter. Meist konnten wir den gar nicht wahrnehmen, aber in manchen Situationen eben schon sehr deutlich. Interessant ist, was im Hochsommer bei 30 Grad Umgebungstemperatur passiert. Das sollte man vor dem Kauf vielleicht ebenfalls im Hinterkopf haben. Und wo wir schon bei den Negativpunkten wären, das Teil spiegelt krass. Gerade durch die Wölbung fällt das auf, allerdings vor allem, wenn man von der Seite drauf guckt, direkt von vorne ist es okay, man sollte aber keine Lichtquelle im Rücken haben. Und der vierte und letzte Negativpunkt, der Monitor zieht vergleichsweise viel Strom aus der Steckdose. Maximal haben wir heftige 118 Watt gemessen, bei einer ergonomischen Helligkeit von 120 Candela pro Quadratmeter waren es immer noch 45 Watt. Das ist mehr als doppelt so viel, als ähnliche LC-Displays im gleichen Szenario benötigen. Aber der Monitor macht auch wirklich vieles ganz fantastisch. Die Bildqualität ist abgesehen von den Farbsäumen an kontrastreichen Kanten so ziemlich das Beste, was man zurzeit kriegen kann. Das sieht einfach richtig super aus. Und die Schaltzeiten sind auch absolut fantastisch. Nur ein bisschen mehr als eine Millisekunde braucht das Teil für Grau-zu-Grau-Wechsel. Egal wie ich mich anstrenge, ich kann keinerlei Schlieren sehen, auch wenn ich bei First-Person-Spielen super hektisch hin und her gucke. Mein Fazit, wenn euch die Farbsäume, der ab und zu hörbare Lüfter und die hohe Leistungsaufnahme nicht stören und ihr 1300 Euro für einen Monitor ausgeben wollt und könnt, dann ist das euer Bildschirm. Ich persönlich fand das Teil gerade beim Spielen wirklich, wirklich beeindruckend und könnte mich auch beim Arbeiten dran gewöhnen. Vor allem will ich jetzt echt keinen 60 Hertz Monitor mehr. Das sieht für mich richtig ruckelig aus. Ja, und auch das mega schwarze OLED-Schwarz hätte ich schon gerne jetzt jeden Tag. Schwierig. Warten wir mal ab, wie es mit der QD-OLED-Technik weitergeht. Viel Potenzial hat sie auf jeden Fall.